Aus der Vielzahl der Patienten ergibt sich zwangsläufig eine Struktur, die da dahinter steckt, die man vorher natürlich überhaupt nicht kannte. Das Erste, was mir auffiel, man muss diese Patienten in 3 Terminen machen. Das heißt, da kann man nicht jeden Tag einen neuen Termin machen und sagen, jetzt kommen es 10 Mal und bis Ende des Jahres sind sie fertig, sondern da gibt es einen ersten Termin. In dem ersten Termin muss man mit dem Patienten sprechen, was ist jetzt Sache, was sind die Probleme, wie kann man das lösen, was kostet das alles. Dann kam der Patient und wollte in einer Narkose fertig werden, wenn das überhaupt ging. Die haben gedacht, es geht überhaupt gar nicht. Also dann kam der zweite Termin, den wir T2 heute nennen. Und in dieser Narkose, die bis zu 7 Stunden dauert, musste man dann sehr gut organisiert die gesamten Probleme auf den Punkt bekommen. Und dann hat man schon am Ende der Narkose beobachtet, wie manche, wenn sie aufgeweckt werden und in den Spiegel schauen, anfangen zu weinen. Aber nicht, weil ihnen was weh tat, sondern die haben geweint vor Glück, dass sie endlich mal dieses Riesenproblem beiseite hatten. Wir hatten also diese 3-Termine-Therapie als Schlagwort gefunden. Da gab es also den T1, den ersten Termin, den T2, den zweiten Termin und dann gibt es natürlich den dritten Termin, den T3. Und da sollte man jeden annehmen, der braucht man auch eine Narkose. Aber es stellte sich raus, kein Mensch brauchte mehr eine Narkose. Was da passiert ist in der Zwischenzeit, keiner weiß es. Tatsache ist aber, dass man die Zähne, die man jetzt, den Zahnersatz, den man einsetzen wollte, problemlos, oft ohne jede Spritze, einsetzen konnte und die Patienten in erstaunlich gefasster Haltung auf dem Zahnarztstuhl wohlgemerkt Platz nahmen. Das ist jetzt zwar nicht so, dass die da sich riesig freuen, aber sie setzen sich auf den Zahnarztstuhl und sind kooperativ, was ja vorher überhaupt völlig undenkbar war.